Welche Affirmationen passen zu mir, also zu dir natürlich? Um das soll es in diesem Video heute gehen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Vielen herzlichen Dank für deine kostbare Lebenszeit. Ja, wie du vor dem Intro schon gehört hast, heute möchte ich dir helfen, deine passenden Affirmationen zu finden. Weil ich habe, ab und zu bekomme ich die Frage oder die Fragen, mit welchen Affirmationen soll ich starten oder mit welchen Affirmationen gelingt es am besten. Und gleich vorneweg, dafür gibt es leider keine Antwort, weil es für jeden anders sein wird. Das heißt, wenn jetzt der eine die Affirmation "Ich bin stark" wählen möchte, kann es aber sein, dass für den anderen im Moment eine andere Affirmation besser ist. Zum Beispiel, ich darf mich entspannen. Ja? Ist jetzt schon "Ich bin stark" und "Ich bin entspannt" sind zwei andere Affirmationen klarerweise, weil es kann sein, dass der eine im Moment mehr Power braucht und der andere braucht mehr Entspannung. Aber ja, heute möchte ich dir drei, oder ich weiß auch nicht genau wie viele Tipps, auf jeden Fall ein paar Tipps mitgeben, wie du deine passenden Affirmationen finden kannst. Der erste Tipp ist auf jeden Fall, dass du dir mal dein gesamtes Leben anschaust, ja? Also jeden Lebensbereich. Das ist, vielleicht kennen das die einen oder anderen. Es gibt ja diese Übung, wo man sich so ein Lebensrad gemalt wird, wo dann eben die Bereiche Beziehungen und Liebe, Spiritualität, Freundschaft, Sexualität, was gibt es noch? Beruf, Essen, ich weiß nicht. Also ihr wisst sicher selber, was eure Themen sind. Und da könnt ihr, Verzeihung, da könnt ihr einfach mal schauen, also alle Lebensbereiche mal durchgehen und mal schauen, wo, in welchen Bereichen deines Lebens brauchst du vielleicht eine gewisse Verstärkung oder Verbesserung. Und dann such dir genau für diesen Bereich deine Affirmationen aus. Ich gebe dir ein Beispiel. Bei mir persönlich war es, dass ich mich nicht gut genug gefühlt habe. Also früher, wie ich begonnen habe mit den Affirmationen, habe ich mich einfach nicht gut gefühlt. Deswegen war mein Lebensbereich die Selbstliebe oder mein Körper. Und da habe ich dann gesprochen, also ich persönlich habe begonnen mit den Affirmationen: Ich bin gut genug, ich bin schön, ich habe den für mich richtigen Körper. Und also das ist der erste Tipp, schau dir einfach die Lebensbereiche an und schau, wo du eben Affirmationen benötigst. Und das zweite ist ähnlich, und zwar finde dein Warum. Warum möchtest du affirmieren? Warum möchtest du etwas im Leben verändern oder auch verstärken oder vielleicht auch loslassen? Ja, das weißt nur du. Sei auch nicht irgendwie enttäuscht, wenn du nicht sofort deine richtigen Affirmationen findest oder du vielleicht überrumpelt bist, weil es ja doch sehr, sehr viele tausende Affirmationen gibt. Also gib dir Zeit, überleg dir, wie gesagt, das wäre jetzt wieder der erste Punkt, überleg dir, wo du in deinem Leben eben eine Veränderung möchtest. Und dann wirst du auch deine Affirmationen finden. Und noch ein Tipp für den Anfang. Also du kannst auf jeden Fall mit drei Affirmationen beginnen. Mehr würde ich dir auf jeden Fall nicht raten. Und das Gute ist ja, dass du die Affirmationen aber dann auch wieder ändern kannst. Also wechseln kannst. Ja? Das heißt, wenn du zum Beispiel dir heute aussuchst: Ich bin schön, ich bin gut genug, ich habe den für mich perfekten Körper zum Beispiel,
dann ist das für diese Woche zum Beispiel die Affirmationen und dann fokussiere dich wirklich nur auf diese Affirmationen. Drei sind für den Anfang wirklich genug, weil wenn du dir zum Beispiel fünf oder 10 Affirmationen vornimmst, dann kann das auch eine Überforderung sein. Drei Affirmationen merkt man sich sehr gut und ja, kann es immer wieder auch abspielen im Kopf. Ja, ein weiterer Tipp ist, wie du deine Affirmationen am besten finden kannst, ist, dass du dir einfach für den Anfang mal auch Affirmationen anhörst. Zum Beispiel von mir, ich habe schon einige Affirmationen aufgenommen, die kann ich dir dann wahrscheinlich verlinken. Und eine große Ankündigung, und zwar am Sonntag werde ich hier auf diesem Kanal 50 Affirmationen für dich veröffentlichen. Das klingt jetzt erstmal viel, gell? Aber hör dir einfach diese 50 Affirmationen dann an. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, dass du eben dir Affirmationen anhörst und aus diesen angehörten Affirmationen kannst du dir dann drei aussuchen. Da hör einfach auf deine innere Stimme, auf dein Bauchgefühl und dann werden die richtigen Affirmationen schon zu dir kommen. Und wie gesagt, mach dir einfach keinen Stress. Es gibt kein richtig oder falsch. Für den einen passen diese Affirmationen, für den anderen die. Also, ich hoffe, dass ich dir mit diesen Tipps helfen konnte. Und denk immer dran, es gibt kein falsch. Es gibt das Einzige, was bei Affirmationen wirklich wichtig ist, ist, dass du in der gegenwärtigen Form sprichst. Also nicht ich werde gesund sein, sondern ich bin gesund. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ja? Okay, ich freue mich, wenn du am Sonntag dabei bist. Da gibt es eben die 50 Affirmationen für dich. Und ja, schalt einfach am Sonntag um 10 Uhr ein und dann wirst du diese Affirmationen dann hören dürfen. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich natürlich, wenn du mir eine Unterstützung hier lässt und also ein Like oder einen Kommentar oder auch natürlich ein Abo. Das würde mich von ganzem Herzen freuen. Ich habe sehr viel geplant für dieses Jahr auf dem Kanal. Also ich möchte sehr viel über die Themen, eben Affirmationen, Dankbarkeit, Spiritualität und so weiter sprechen. Und wenn dich das interessiert, dann abonniere wirklich den Kanal, damit du auch kein Video mehr verpasst. Ich freue mich schon von dir zu lesen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, alles Liebe, deine Sophie.